So, also, ja, jetzt muss ich mal schauen, also, Scharfrichterhaus, da ist, da haben wir, halt, na, der Landshuter, Walter Landshuter, Im Sommer ja, der ist alles Walter gegangen im Landshuter, Fenster drüben. ich Noch habe ihn ja schon mal kennengelernt, den lieben Walter unsere Taschenlampe. Landshuter. Dann stehen wir so Scharfrichterhaus. vor der Fläche, wo das Gasthaus zur luftigen Höhe gestanden ist. So. Und immer einen Scheinwerfer kriege, so wie habe ich das alles so abgleich und Ja. habe da so Geschichten meiner Ja, lieber Boys Walter, Geschichten erzählt. also der Dann leuchtet Moment so ein jetzt, das Schnee ist ein. Da interessant, geht was unterm Schnee so eine kleine Maus aus. was du gefilmt hast. Genau, so eine kleine Maus, von der erzählst du hier. Kleine Maus. Die Welt ist so wahnsinnig schön und umfangreich. Jetzt werde ich 74 Jahre alt, lieber Walter. Ich weiß nicht, wie alt das du bist. Ich bin der Baujahr 50, der Maler Knox Geb und Stahlbauer, so wie ich mich nennen kann. Und ich würde ja so ganz gerne mal eben bei dir im Passau ausstellen, im Land, also im Scharfrichterhaus, weil das ist ein Staat, das ist einfach schön. Die Heimat vom Sigi Zimmerschied, dem Genialen. Und schau her, Moment, jetzt gehen wir mal darüber. Da, schau, da habe ich den Sigi gerade in Arbeit. So. Und zwar mein Triumvirate Gerd Polt, Karl Valentin Gerd Polt und ja, Scharfrichterhaus. Und das würde ich gerne mal bei dir, bei euch da drunten ausstellen dürfen. So, dieses Bild und noch. Weitere Sachen, ich habe noch, ja, was habe ich denn nachher, so viele Bilder, das ist ja der Wahnsinn. Das sammelt sich ja dermaßen viel Zeug an im Laufe der Jahre. Schau, da haben wir noch ein anderes Bild, das ich so gerne in der Kasse mal zeigen würde. Schau, also, ja, da habe ich auch ein Siegel. Der Sigi, der da prophetisch nach oben schaut, im Hintergrund ist die Frau von Gerhard Polt unterhält sich links mit der Irini Ober, mit meiner lieben Frau. Und da oben habe ich den Gerhard Polt, ja, sozusagen auch dieses Triumvirat, diese drei Großmeister beeinflussen mich ja sehr stark und ach, sie können einfach so gut. Die sind so gut. Und jetzt mache ich, bin nicht, also das ist meine Malküche, liebes Scharfrichterhaus. Und ach, so viele Bilder habe ich angesammelt, die gezeigt werden wollen. Und bei dir, du hast ja im ersten Stock, glaube ich, diese Ausstellungsmöglichkeit. Es wäre mir eine Ehre und eine Freude, dass ich euch Passauern mal was zeigen darf. Und darum habe ich mir gedacht, ich fahre jetzt mal zu euch runter in diesem Jahr, um vorzusprechen. Und zwar habe ich in der Sigi Zimmerschied mal wieder Auftritt. So mit seinem allerneuesten Programm. Mal schauen, jetzt haben wir, was haben wir jetzt, im April 2024. Tja, schauen wir mal, jetzt muss ich. Wir sind da live. Jetzt muss ich mal schauen. Ich möchte da irgendwie. Da jetzt nehme ich. Da. Schau. Das marmoriere ich. Das muss irgendwie. Da muss diese Rechenmaschine, die alte Rechenmaschine, was darauf gemalt werden. Ich möchte so ganz fotografisch genau malen. Hoppla. Aber jetzt brauche ich es erst einmal halt. Das erst einmal irgendwie einen hellen Marmorgrund und zwar marmorieren. Das muss man aneinander schmieren. Ach, das marmorieren, aneinander schmieren. Das ist ja lustig, das brennt sich so. So. Ja. Ja. Gut, da habe ich den weißen Schleier drauf geschleiert. So. So, hoppla, so,
Ja. Aha. Tja, Sigi. Und Meister Polz, also Meister, sind wir schon da, ihr seid so gut. Also, ja, so viel sei gesagt an, das, an die Kulturabteilung des Scharfrichterhauses. Das heißt, und darum mache ich diesen Film und schicke den jetzt mal ins YouTube und Facebook und schicke euch das da auf die E-Mail-Adresse. Im Moment, wie war jetzt da die E-Mail-Adresse? Jetzt muss ich nochmal schauen. Moment, Scharfrichterhaus. Da gehen wir wieder, da gehen wir wieder in meinen Musikraum. Heute Stuhl, ist denn kein Stuhl da für meine Hulda? Ich habe die Adresse da schon in meinem Dings, wo ist es da? IMX-Adressbuch. So haben wir den. Wie war es das? Habe ich das unter Scharfrichter oder unter, was für einen Namen habe ich jetzt, das Scharfrichter? Hoppala, da ist Scharfrichterhaus Passau. Ah ja, Info et Scharfrichterhaus, genau da habe ich den Dings. Ah ja, und darum muss ich heute, muss ich zuerst den Film stoppen und dann ins Fazitbuch schicken oder ins YouTube, in die Tube, und dann kann ich es von da aus da euch senden, liebes Scharfrichterhaus. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich da mal einen Termin mit euch ausmachen könnte. Und zwar mal in 2024 haben wir jetzt, also dass wir vielleicht 2025, da wäre ich dann 75 Jahre alt, wenn ich noch lebe. Ich meine, vorausgesetzt natürlich, weil man weiß es ja nicht. Ich habe ja schon mit 17 Jahren, habe ich ja meine erste letzte Ölung bekommen bei einem Autounfall, den ich erleben musste. Wir waren zu sechst im Auto. Ich saß hinten dann und es ist leider tödlich ausgegangen für drei Schulkameraden, die sie mussten sterben und ich habe überlebt. Tja, warum? Genau, damit ich vielleicht auch mal eine Ausstellung mache im Scharfen Richterhaus. Also, bitteschön.